Hallo liebe Zuschauer, heute geht es um dieses Produkt Coconut Milch. Normalerweise kann man das hier in Thailand in jedem 7-Eleven, im Big C, Marco, überall kann man die kaufen. Du sagtest auch in Holland, you can buy it in Holland, in Netherlands. You also can buy in Holland in the Asian market, Oriental. Yeah. They sell und almost everywhere in the Asian market. Und die Vinanti sagte, zu manchen Essen wird das auch benötigt als Zugabe. When you make some meat, you put this also in. I need it in Müsli, for example. I like it with normal milk. Ich habe das also gerne, wenn ich Müsli esse, dann einen kleinen Schluck da rein, dann schmeckt ein bisschen nach Kokosnuss. Where you use it? Normally you cook with the Thai food, Thai green curry, red curry, also tom yum. Tom yum you can use, also some sweet, Thai sweet, we also use it. We use a lot of coconut milk in Thailand. Yeah. So today we'll show you how to make coconut milk by real coconut. Also für euch ist es ja einfacher, das zu kaufen im Asia-Shop oder hier in Thailand. Wir sind ja hier auf einer Coconut-Insel. Wir haben ja vor einigen Jahren mal, habe ich irgendwo gelesen, 4 Millionen Coconut-Trees-Bäume. Diese gibt es bestimmt nicht mehr. Und wir machen unser Coconut-Milk selber. Wir haben also hier ein paar Kokosnüsse, die fallen ja hier dauernd runter. Die werden nur alle 3 oder 4 Wochen abgeholt und dann bleiben schon mal ein paar liegen und die nehmen wir dann. Und die Vinanti sagte, die machen wir jetzt auf und wir machen unsere eigene Coconut-Milch. But the taste much better than this, believe me. Ja. When you cook the real thing with it. Ja, und ihr könnt euch mal das ansehen. Ich glaube, die hat ein kleines Tool bestellt in Lazada. Da wird schon eine harte Arbeit sein, auch die aufzumachen natürlich und auch das Fleisch daraus zu holen. Wir sind auch exklusiv dabei, wenn sie sich jetzt die Finger abhackt. When you cut your finger, I have to ring first aid. Voilà. Oh, da kommt es ja schon raus. Toll. Okay. Das haben wir im Garten. We have this in the garden, huh? Yes, we have it in the garden. So we think why not? We not do it today. Show you how to product the coconut milk. Damit ihr nicht glaubt, ich erzähle Blödsinn, wir haben also hier überall Kokosnüsse an den Bäumen hängen und die fallen eben halt von alleine runter. Aber wir holen auch schon mal da oben die grünen runter, das sind ganz frische, die würde ich nachher auch runterholen. Was ganz, ganz lecker schmeckt, das ist, wenn man die geöffnet hat, also man kann so ein Loch reinbohren. Ich habe da so einen Bohrer, wo man die Steckdosen mit reinbringt. Also die handwerklich Begabten, die wissen, was ich meine. Da ist ein Aufsatz auf der Bohrmaschine. Da ist so ein Loch, kann man dann bohren. Da bohrt man ein Loch rein. Da kann man auch schön das Fleisch rausschaben. Aber dann ist ja die Milch da drin. Und da bringe ich einen guten Schuck Kokosnuss rum mit rein. Und dann schmeckt das genauso wie eine Bounty. Wir haben ja damals, der Günther und ich, haben das ja mal vorgeführt. Ich verlinke nochmal den Film, wo ich mit Günther Coconut-Schnaps getrunken habe. Und da waren wir richtig blau gewesen. Hier ist sie Vinanti. You can also drink the water come out from coconut, also delicious. Very good water. Ja, und da sollen sehr viele Vitamine drin sein. Tom Hanks hat sich ja da auf dieser Insel ernährt, wo er abgestürzt ist mit seinem Flugzeug. Da war ja ein Spielfilm gewesen. Da hat er da haufenweise die Coconuts aufgemacht und hat sich davon ernährt, beziehungsweise auch die Milch daraus getrunken. Also ich habe es ja lieber mit einem Schuss Rum. Also Coconut Rum muss das sein. Also mit Coconut Rum schmeckt das viel besser.
Da ist also so ein Stern mit vielen Stacheln in Front. Und da kann man sich draufsetzen, damit man eine stabile Werkzeug hat. Und dann kratzt man das aus. Mittlerweile isst der das ja auch gerne. Den gebe ich schon mal so Stücke von Kokonuss und der frisst das. Aha, das geht aber gut ab. Yeah, right now this day nobody want to do it because spend a lot of time on the coconut. You just go to the supermarket and buy and quickly. But the taste is different from the real coconut and from the box, of course. Wer sitzt da unten, der denkt, der kriegt jetzt was davon. Die Wiener hat sich gerade umgesetzt, der Jam, der hat sie die ganze Zeit belästigt. Gut, und den hängt da, ich habe mich hängt. So many potation for one coconut. I don't do it long time. I used to do it when I was young. My mother. Yeah, and our job when we was young is go work in the coconut. We try to run away. Das ist ja schon richtig klein gemahlen. Why we not take the completely out and take it in the mixer? No, the juice not gonna come out good. But when you make like this, you can squeeze and they come out very good. Ich habe gerade gesagt, wieso nehmen wir nicht so Stücke raus und dann hauen wir das in den Mixer rein. Aber sie sagt, das wird dann nicht so klein, dass so das Saftige rauskommt. Jim bekommt jetzt nichts. Schatzi, wir haben einige von den Kokosnüssen. Die musst du noch alle öffnen. Das ist ein hartes Werk. Und dann will sie das rausholen. Jim, und du kriegst jetzt erstmal gar nichts. Du kriegst später was. Man sieht schon vom Volumen her, ist das natürlich jetzt auch mehr geworden. Aber das funktioniert ganz gut. Two coconut is more forever. I think there are 10, 15 of coconut. See you next year. Damn, oh, baby, go out, darling, take him out. Naja, brauchst du ja auch nicht. Die machen wir auf. Dann kaufen wir eine Pulle Coconuts rum und dann schmeckt das auch. Ist ja immer wieder schön zuzusehen, wenn die Frauen arbeiten. Vor allen Dingen, wenn sie so viel Talent haben, da bin ich zu doof, um das zu machen. See you next year, darling. Yes, it's a woman job. Ja, ich sagte da eben, dass alle drei Wochen, vier Wochen ungefähr, da kommt jemand nachher und holt die Kokosnüsse runter. Bei uns hier wird das noch mit den Bambusstangen gemacht, weil die Kokosnüsse nicht so hoch hängen. In anderen Bereichen, habe ich ja schon mal gezeigt, da werden ja die Affen genommen, die da dressiert sind. Aber hier, die sind noch niedrig. Was denn wohl ist, hier bei uns, wenn die zu hoch werden, dann werden die abgeschnitten, weil man dann mit den Bambusstangen nicht mehr drankommt. Der Vermieter, der hat hier vor letztes Jahr 27 abgeschnitten von den Kokosnusspalmen. Ja, und hat den neu gepflanzt, aber das dauert jetzt wohl eine Zeit. Can you bring me another one, darling? Yeah. I give it Jam. Oh, okay. Here, Jam. My baby. Okay. Wir haben heute übrigens auch vor, noch einen Film, weiteren Film zu drehen hier vom Garten, wie es da aussieht. Das ist gar nicht so einfach für einen Laien, eine Kokosnuss zu öffnen. Erstens muss man ein wirklich scharfes Messer haben. Die Vinanti meint immer, ich hätte das von der Kirmes. Ich habe es gerade nochmal geschärft. Und es ist natürlich auch mit so ein bisschen Mut verbunden, weil man ja richtig draufhauen muss. Und gezielt und nicht den Finger abhackt.
good enough, darling. It's enough. Oh. Ich lasse jetzt mal die Fachfrau ran. Das Äußere ist so ein Fasermaterial, das wird auch als Isolation gebraucht und in anderen Bereichen, das wird also nicht weggeschmissen, wird auch verbrannt, ja. Und innen drin ist ja die Kokosnuss, die kennt ja jeder. Aber wenn die ja nach Europa kommen, da ist die äußere Hülle, dieses Gewebe ist dann weg. Don't mess with the woman with the knife, guys. Darling. Solche Messer werden auch für was anderes gebraucht, schon mal, wenn man untreu geworden ist hier in Thailand. I say, when you're not a good husband, the girl need takes this knife. Ja, wenn man einmal das geöffnet hat, dann geht es eigentlich. Jim? Nothing for you. Nein. Gehst du mal bitte aus dem Bild? Danke. Der Jam, der spielt ja gerne damit. Der reißt die denn auf. Wenn er erstmal einen Pack anhat. So. Dann haut sich die um die Ohren. Ja, der reißt sich das, die Fasern ab. Er findet er toll. I hope it's big enough, man. There you go, pause. Cheers. This one tastes better. Ja, hat mehr Kokosnussgeschmack. Also wenn die länger liegen, dann entziehen die praktisch die Enzyme aus dem Wasser und dann bildet sich innen drin auch ein Kern. Und daraus wird nachher wieder eine neue Kokosnuss, aber da ist noch der Geschmack drin. Wow, this is a lot of water. Bei den Grünen hat man dann noch stärker. Hier. Mit Geschmack. Ja, dann kommt sowas, wie ihr hier seht. Das ist der Kern. Und dann kommt denn hier aus den Löchern, kommt denn der Sprieß raus und dann hat man einen neuen Setzling, sag ich mal, für eine Kokosnuss. Und das kann man ja auch essen, das, ja. Testi. Ja. Und wie dick das Fleisch ist hier drin, hm? Gut. Kannst du weiterarbeiten. You can work. Now we put the coconut milk now. Up to you. Sure. Normally we can use that by hand, but today I use the machine because it's quicker. Ja, sie sagt also, früher hat man natürlich von Hand gemacht und a little bit of water. Mit der Maschine. Und da jetzt einen guten Schuss Rum rein. Rum also? What rum? Rum. Huh? Coconut rum. What we bought last time. Oh, with rum, yes. Yeah. Rum, yeah. Also, can you use with how to call pina colada? Pina colada, they also use this. Das ist jetzt unser Außenkochstudio. Ja, die Maschine hat erstmal viel zu tun. Man hört das. Die kommt gar nicht so auf Touren. The first round we call the head coconut, the milk, the head. We don't have that machine, so we use this one. Can you use this also? No. Das wird also weggeschmissen? Yeah, throw away. We don't have the dry material, so that's why we have to do this. Wieso nimmst du denn nicht den Saft? Why you not take the original? What was in? Huh? Why you take the water? No, they're gonna destroy the taste. Because this water have their own taste, this one have their own taste. They cannot mix. This one is we call the coconut milk. This one just water from coconut. Und dafür nimmst du jetzt Wasser? Yeah, oh, the water no taste, no smell.
Ich habe meinen Schatzi gerade gefragt, wieso nimmst du denn jetzt nicht diese Milch, die ja gut schmeckt, und dieses Wasser. Das Wasser, das ist ja praktisch das, was da jetzt da drin ist. Nee, sagt sie, das ist ein anderer Geschmack. Schmeckt manchmal auch nicht mehr so gut, weil er schon älter ist. Sometimes it's sauge. Jo, und das Wasser hat einen neutralen Geschmack und nimmt dann praktisch nur die Schwebestoffe von der Kokosnuss auf und schmeckt noch mehr nach Kokosnuss. Ah, voilà dann. I want to make it finish here. So. Coconut milk. You can make coconut. Damn, good boy. Ja, die Wienand, die macht also das jetzt noch mit der hier, aber im Endeffekt ist es das. Das hier ist das Produkt, aber viel besser in der Qualität, als was man hier so im Supermarkt kaufen kann, auch in Europa, im Asiamarkt. Und das wird eben halt beim Kochen, asiatischen Kochen, verwendet. Das soll mal eine kurze Information gewesen sein für euch. Mir hat das viel Spaß gemacht zuzugucken und ich freue mich näher darauf, ein frisches Stück Kokosnuss zu essen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Hm? Bis zum next Movie. Sie ist ja ganz fleißig, der nächste Movie ist es. Sie hat gesagt, sie muss ja noch den Film machen hier vom Garten, um euch zu zeigen, wie es nach 2 Wochen aussieht da. Okay, tschüss. Tschüss.